herzlich willkommen zu meinem neuen Kochvideo. Wir werden hier Hähnchen machen mit Gemüse, einer Sahnesoße. Eine Sahnesoße? Ich denke, das soll ein Diätessen werden. Es ist ein Diätessen und hat trotzdem eine Sahnesoße. Und eine Portion enthält nicht mal, na, sagen wir, um die 10 Gramm Fett. Ja, dazu haben wir schön Basmati-Reis. Und wenn ihr sehen wollt, wie dieses leckere Essen zubereitet wird, dann bleibt dran. Und zwar gibt es zwei Versionen von dem Essen. Die Standardversion und die abgegradete Luxusversion. Ich werde heute die etwas bessere Version machen. Und das sind die Zutaten, die wir dafür brauchen. Basmati-Reis. Ja, ich werde ungefähr 4 Portionen machen. Wir brauchen dann circa 400 Gramm Basmati-Reis für jeden. Also dann 100 Gramm. Hier ist etwas weniger, weil ich nicht alles auf einmal essen werde. Dann brauchen wir Ingwer, Knoblauch und Chili, 10 Gramm Olivenöl, 10 Gramm Parmesan, 100 Milliliter Milch, eine ganze saure Sahne, 10% Fett, wichtig, keine Schlagsahne, sonst würde es kein Bodybuilding-Meal mehr sein. Hähnchenbrust, ungefähr 600 Gramm, ja, ich habe hier 550. Dann brauchen wir Zwiebeln, wer Zwiebeln so gerne mag wie ich, kann ruhig 2 nehmen. Eine Zucchini, eine Paprika und Gewürze, Pfeffer, Salz, Paprika, scharfe Paprika, ich mag es scharf, deswegen auch hier die Chili. Und Pfeffer und Koriander, das brauchen wir nicht. Und ja, für die Standardversion können wir das alles weglassen. Da können wir den Parmesan weglassen, da brauchen wir die Milch nicht. Und da brauchen wir auch den Koriander nicht. Die sollten schon drin sein, aber es geht auch, wie gesagt, ohne das, was ich eben erwähnt habe. Ich mache die bessere Version mit den ganzen Zutaten. Was brauchen wir alles von Zubehör? Wir brauchen 2 Pfannen, eine fürs Gemüse, eine fürs Fleisch. Ein Reiskocher oder einen normalen Topf für den Reis. Und eine Küchenwaage zum Abwiegen. Ich habe aber schon alles abgewogen. Und erstmal kommt der Reis in den Reiskocher mit Wasser und wird ganz normal gekocht. Ach ja, Salz ein bisschen muss natürlich auch rein. Wie ihr wisst, bin ich ein Fan davon, das Hähnchen vorher zu marinieren. Denn dann wird es in der Pfanne perfekt und man braucht nicht viel Öl. Deshalb marinieren wir das jetzt mit dieser Palette hier. Ingwer, wie gesagt, muss nicht sein, aber mir schmeckt's. Scharfe Chili. Und Knoblauch, 2 Zehen. Pfeffer. Mache ich gleich alles noch genau. Also das alles kommt hier rein, die Gewürze. Und von dem Olivenöl die Hälfte, denn die andere Hälfte brauchen wir für das Gemüse. Alle Gewürze sind drin, das Olivenöl auch. Jetzt wird das durchgemischt. Alles schön verteilt. Und anschließend gebraten. Aber wie wird es gebraten? Indem wir das ganze Zeug hier einfach auf der Pfanne verteilen. Und zwar richtig verteilen. Dass alles den Boden berührt, beziehungsweise den Pfannenboden berührt. Und erst dann machen wir die Pfanne an. Damit verhindern wir, dass das Fleisch anbrennt. Ich mache mal auf Stufe 2 und wir warten jetzt, bis das hier anfängt zu brutzeln. Natürlich hätte man das Fleisch noch marinieren müssen, dann wäre es also vorher marinieren müssen, ja, einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher, dann hätte es das bessere Aroma aufgesaugt, aber ich war mal wieder zu faul und deshalb jetzt so. Aber wer schon sein Essen plant, noch besser als ich plant, der kann es natürlich noch einen Tag vorher marinieren. Es wird dann noch besser. Das übrig gebliebene Olivenöl kommt in die Pfanne, in die zweite Pfanne bzw. in den Wok. Der wird dann auf die heißeste Stufe aufgeheizt. Nee, falsch. Der hier. Und warten, bis das Öl warm ist. Wenn das Öl heiß geworden ist, kommen erstmal die Zwiebeln in die Pfanne.
und werden ungefähr 2 Minuten angedünstet, bis das restliche Gemüse hinzukommt. Wenn die Zwiebeln drin sind, kann man den Herd auch auf Stufe 2 stellen, damit die Zwiebeln nicht verbrennen. Wenn das Hähnchen anfängt, von oben auch ein bisschen heller zu werden, das heißt, wenn es auch schon anfängt durchzuwerden, kann man das Ganze ein bisschen durchmischen. Jetzt kommt das restliche Gemüse auch in die Pfanne. Und immer mal wieder durchmischen. Und passt auf, dass ihr es nicht anbrennen lässt. Wenn das hier anfängt anzubrennen, könnt ihr auch einen Tick Wasser dazugeben. Das Hähnchen sollte nicht anbrennen, denn nach ein bisschen Bratzeit lässt es seinen eigenen Saft und vermischt sich mit dem Olivenöl. Währenddessen können wir schon mal die Soße vorbereiten. Dazu brauchen wir einfach das, was übrig geblieben ist. Die Gewürze, den Parmesan, die saure Sahne und die Milch. Und wenn ihr richtige Bodybuilder seid oder Fitnessleute oder wie auch immer, habt ihr auch einen Shaker sicherlich zur Hand oder ein anderes Gefäß und da drin einfach alles vermischen. Einfach nochmal dieselben Gewürze nehmen wie bei dem Fleisch und somit erstellen wir uns eine eigene Sahnesoße mit allerdings nur, ja, lasst mich mal rechnen, ca. 7% Fett anstatt der Schlagsahne mit 30% Fett. Wenn das Hähnchen fertig ist und das Gemüse auch so gut wie fertig, können wir beides zusammenmischen. Die schönen Gewürze dürfen natürlich auch mit in die große Pfanne. Und alles nochmal miteinander verrühren. Dann ungefähr noch 5 Minuten weiter braten, bis sich alle Zutaten aromatechnisch vermischt haben. Dann können wir das auch ausschalten und ein bisschen warten, bevor die Soße reinkommt. Warum eigentlich warten? Weil Milchprodukte sollte man nicht kochen. Das heißt, die Soße kommt erst in die Pfanne, wenn die Pfanne etwas abgekühlt ist. Das Ganze wird sowieso immer noch heiß sein, also macht euch da keine Sorgen. Pfanne ist etwas abgekühlt. Hier haben wir die leckere Soße. Und so sieht die Küche aus, nachdem ich gekocht habe und bevor ich gegessen habe. Warum? Weil ich möchte mit einem reinen Gewissen essen und nicht immer im Hinterkopf haben, scheiße, du musst die Küche noch aufräumen. Deshalb räume ich die Sachen weg, die ich nicht mehr brauche und wasche sie ab, währenddessen ich noch koche. Und somit kann ich mich schön nach dem Essen da hinten aufs Sofa legen, entspannen und verdauen. So, liebe Fitnessfreunde, so sieht eine Portion von dem leckeren Fitnessessen aus. Ich werde das hier mal ablegen und die Nährwerte einblenden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und falls ihr gerne noch mehr solche Rezepte haben möchtet, dann schaut öfters auf meinem Channel vorbei, denn die werden kommen, das verspreche ich euch. Und in diesem Sinne, viel Spaß beim Training und bei der Ernährung. Da sollte der Spaß natürlich auch nicht fehlen. Bis zum nächsten Mal, euer Fitness-Oskar.